Ja, die kennt dich vielleicht, Lidi. Du hast Schänze ja schon mal in einem Musical gespielt, in dem Musical König der Löwen. Hast du dann erfahren, oh, die machen Live-Motion-Picture, ruf mal bitte da an, ich habe ja schon mal Schänze gespielt. Wie läuft's? Du musst dir vorstellen, ich wohne ja in Berlin und bin ja zu Hause manchmal so ein bisschen verpeilt. Und dann kommt so ein Anruf und meistens freuen sich ja meine Agenten immer sehr, weil die ja schon die Botschaft kennen. Und die sagen dann, oh my gosh, Flau, do you want to be Shenzi in The Lion King? Und dann sag ich, habe ich doch schon gespielt. Ja. Ich dachte mir so ein Musical. So ja, ich dachte, hä, Broadway, Englisch, umziehen, nee. Und dann sagen die, nee, Flo, wir reden von einem neuen Film. Und da ich ja nie Ahnung habe, sage ich, welcher neuer Film. Ja, ich kenne den alten Film. Und dann erklären die mir das und dann sage ich, oh, okay. Das klingt cool. Also so hat das damals funktioniert, genau. Ich war auch so ein bisschen verwirrt, weil ich habe den Anruf, glaube ich, vor 2 Jahren im Mai bekommen. Und da war ich gerade mit Black Panther fertig und habe mich für Avengers fertig gemacht. Mhm. Und das ist so ein bisschen das gleiche Casting-Team. Das heißt, die kannten mich schon aus den Produktionen vom Dreh. Und dann habe ich mich gefreut und dachte mir, oh, okay, dann habe ich da in der Produktion was schon richtig gemacht, dass die sagen, wir wollen nochmal mit dir arbeiten. Erinnerst du dich noch, als du König der Löwen das erste Mal gesehen hast? Der kam ja 94 raus. Ja. Wo hast du den geguckt und weißt du noch, was du da gespürt hast danach? Also ich habe ihn ein bisschen später gesehen. Also nicht im Kino, sondern auf Kassette zu Hause. Dann. Genau. Nicht auf Kassette. Also war schon ein bisschen weiter. VHS oder nicht? Also auf DVD. Oh, ach so. Ja, ich hab ewig gebraucht, bis ich meine Eltern überredet habe, DVD. Also wirklich. Nee, ich habe schon die DVD auch zu Hause. Und ich habe damals mich ja für das Musical vorbereitet und habe dann den Film gesehen und fand den unheimlich toll. Habe den aber mit anderen Augen gesehen. Also ich war in meinen 20ern, als ich den dann gesehen habe. Ah, okay. Also ein bisschen später. Und war natürlich von der Musik begeistert. Und merke aber jetzt erst mit über 40, was der Film eigentlich bedeutet oder wie viele tolle Lebensweisheiten es gibt. Also der hat jetzt eine andere Bedeutung für mich. Hat dir das Musical geholfen oder stand es dir manchmal im Weg, dass du dachtest, so, hey, Musical haben wir das anders gemacht? Also wenn du dann im Tonstudio bist. Es hat mir auf jeden Fall geholfen, weil wir haben ja nicht im Tonstudio angefangen. Wir haben in einer Blackbox angefangen. Was ist eine Blackbox? Das ist so wie dieser Raum, ein schwarzer Raum, komplett schwarz. Okay. Und dann hast du unheimlich viele Kameras um dich herum. Man hat uns gesagt, tragt blau oder grau, damit man uns halt erkennen kann in dem ganzen schwarzen Gewirr. Und dann haben wir gespielt. Im Endeffekt haben wir wie im Theater gespielt. Wir durften umeinander rumlaufen, uns angreifen und alles Mögliche machen. So sind wir zu dem Job, also nicht zu dem Job gekommen, aber so haben wir angefangen, an König der Löwen zu arbeiten. Dann ging es danach erst ins Studio. Das heißt, man hat erstmal geschaut, wie bewegen wir uns? Oder es ging darum, wo schaue ich zum Beispiel als Florence hin? Also natürlich gibt es irgendjemanden, der zeichnet und sagt, okay, Shenzi sagt jetzt das zu Azizi und guckt jetzt dahin. Aber ich habe das zum Beispiel anders gemacht, weil ich dann irgendwie einen kleinen Simba in Schach halten möchte, der da irgendwie rumläuft und denkt, er wird später King, ja? Wo ich sage, nee, nicht, wenn ich dich jetzt fresse. Also wir konnten unheimlich frei und laut und schnell sein und das hast du natürlich nicht, wenn du im Studio stehst. Also, dass ich die Rolle schon kannte, war für mich ein Bonus, weil ich mich da nicht mehr darauf konzentrieren musste, sondern im Endeffekt einfach nur noch schauen konnte, wie kann ich auf das reagieren, was mir gegeben wird. Was sind denn die Charaktereigenschaften einer Hyäne, an die du dich so festgehalten hast? An einer Hyäne? Also ich meine, das Tier, wenn wir uns allein das Tier ansehen, die arbeiten im Rudel. Und in diesem Rudel haben die Frauen einfach mal alles zu sagen, ja, bei den Hyänen. Das mag ich. Die sind unheimlich stark, die haben unheimlich viel Ausdauer, wenn man sich so ein bisschen mit den Tieren befasst. Die können sehr hart zubeißen, stark zubeißen, mag ich alles. Und sind eigentlich Allesfresser. Also es ist total praktisch, dass man eigentlich alles fressen kann, was um einen herum ist. Also im Endeffekt, wenn man sich zum Beispiel das Bild anschaut mit jedem, der da drin ist und wenn man zu jedem Schauspieler ein Tier hat, dann denke ich einfach nur essen, 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 essen. Du guckst ja alle so. Ja. Speise. Alles Futter. Du bist natürlich die perfekte Hyäne in König der Löwen, aber wenn du dir ein anderes Tier wünschen könntest, welche wäre das? Entweder Timon oder Pumba. Wer von beiden, weiß ich nicht. Nee, die sind toll. Die sind so positiv. Ich würde jetzt nicht sagen blauäugig, aber die haben eine andere Lebensweise, die jetzt, also dieses Hakuna Matata, keine Sorgen,
Das ist okay bis zu einem gewissen Grad, ja. Ja. Sehr gut. Muss man einfach mal sagen, ja? Jetzt, ja. Also ich mag diese positive Art, aber man muss alles in Der König der Löwen vermischen. Man kann nicht nur diesen einen Weg gehen, weil wenn zum Beispiel Nala später zu Simba kommt und sagt, du kannst nicht so weiterleben, wie du es jetzt machst, uns geht's schlecht und du musst zu uns kommen und uns helfen, dann hilft Hakuna Matata nicht weiter. Da muss man dann vielleicht auf das achten, was der Vater mal gesagt hat. Nimm deinen Platz ein. Welches Tier würde ich denn spielen? Achso, die Zeit ist vorbei. Madame. Welches willst du gerne spielen? Ja, welches sollte ich spielen? Ich weiß es nicht. Du bist lustig. Du kannst entweder einer der beiden Hyänen sein oder... ich habe vorhin noch eine Szene gesehen, wo eine so ein bisschen trottelig guckt. Eine, die so... ja, die kennt ich vielleicht. Ja, König der Löwen 2 bin ich dabei. Ja. Yeah. Bin ich in deinem Rudel. Wir hätten Spaß. Ja, ich glaube, es wird super. Absolut, ja.